Ihr werdet nicht glauben, was sich an einem spanischen Flughafen zugetragen hat. Als die Passagiere das Flugzeug betreten durften, war unter ihnen ein alter Mann. Sofort wurde er von den restlichen Passagieren belächelt, ja sogar offen ausgelacht. Denn er trug ärmliche Kleidung wie ein alter Bauer aus dem vorigen Jahrhundert. Er hatte nicht einmal richtige Schuhe, sondern nur selbstgefertigte Sandalen an. Doch was dann passierte, konnte keiner von ihnen ahnen. Doch fangen wir zu Beginn an und begeben uns in die Abflughalle des Flughafens. Wie üblich drängten sich die Menschen dicht an dicht. Sie versuchten verzweifelt, einen Sitzplatz für die Wartezeit zu ergattern, organisierten sich etwas zu trinken oder bemühten sich, ihre Kinder zu beschäftigen. Es war also ein ganz normaler Tag an einem ganz normalen Flughafen. Schließlich wurde in einer Durchsage angekündigt, dass jener Flug, den wir heute begleiten wollen, bereit zum Boarding sei. Natürlich sprangen sofort die meisten wartenden Passagiere auf, um sich den besten Platz in der Schlange zu sichern. Die Leute schnappten sich ihre Handgepäckskoffer, nahmen ihre Nackenkissen und warteten geduldig, bis sie das Flugzeug betreten durften. Dort angekommen, suchten sie ihren Sitzplatz, verstauten ihr Gepäck und machten es sich gemütlich. Unter ihnen war auch ein Mann, der die Blicke auf sich lenkte. Er hieß Alfonso und war alt. Sehr alt sogar. Er wirkte etwas gebrechlich, schaffte es aber doch ohne Probleme, das Flugzeug selbstständig zu betreten. Doch das Auffälligste an ihm war seine Kleidung. Er trug eine abgenutzte, durchgewetzte Stoffhose und ein ebenso altes Baumwollhemd. Darüber trug er Hosenträger. An seinen Füßen hatte er selbstgemachte Sandalen und trug keine Socken. Optisch wirkte er wie ein alter Bauer. Die Passagiere belächelten den alten Mann. So ein armer alter Bauer. Was bewegte jemanden dazu, einen Flug zu nehmen? Mit Sicherheit ist der Mann noch nie geflogen. Wie von sich selbst begannen die Gespräche. Die Menschen tuschelten und kicherten. Schließlich fingen die Leute an, Alfonso laut anzusprechen. »Na, Alterchen, hast du dich verlaufen?« Die Pferdekutschen fahren von Terminal 2 ab. Doch Alfonso ignorierte alle blöden Sprüche, ging zu seinem Sitzplatz und verstaute sein Handgepäck, einen kleinen Stoffbeutel in der Ablagefläche über den Sitzen. Tatsächlich war Alfonso noch nie geflogen und hatte entsprechende Probleme, seinen Sicherheitsgurt zu schließen. Als er die Stewardess um Hilfe bat, machte auch sie sich lustig über den alten Mann. Doch dieser lächelte nur und bedankte sich höflich für die Hilfe. Doch welche Geschichte steckt hinter dem alten Bauern im Flugzeug? Wer ist er, woher kommt er und wohin fliegt er? Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit und besuchen Alfonsos Eltern. Seine Mutter war die ehemalige Bildungsministerin, sein Vater ein angesehener Arzt. Bereits in jungen Jahren lernten sich die beiden kennen und lieben. Binnen kürzester Zeit hatten sie geheiratet und bekamen drei wunderbare Kinder. Alfonso war der jüngste von ihnen. Gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern wuchs er in einem großen Herrenhaus auf und lernte in Kinderjahren Reichtum, Wohlstand, aber auch Gehorsam und Verantwortung kennen. Doch Alfonso konnte das Luxusleben nicht leiden. Er liebte es, seine Großeltern, welche einen großen Bauernhof betrieben, zu besuchen und seine Zeit mit Aushelfen auf den Feldern zu verbringen. Als eines Tages sein Vater ein Angebot erhielt, die Leitung eines großen Krankenhauses im Ausland zu übernehmen, wurde Alfonso vor eine wichtige Entscheidung gestellt. Denn sein Vater beschloss, das Angebot anzunehmen und mit seiner Familie in die USA zu ziehen. Doch Alfonsos Großeltern blieben zurück. Alfonso entschied sich, dass er lieber bei ihnen am Bauernhof bleiben würde und verzichtete daher auf ein Leben in Luxus. Seine Eltern respektierten diese Entscheidung. Denn sie wussten, dass das Leben als Bauer hart, aber ehrlich und respektiert werden müsse. Sie kauften Alfonso ein eigenes Grundstück, welches er sobald alt genug war, selbst bestellen konnte. In den nächsten Jahren arbeitete Alfonso jeden Tag auf seinem eigenen kleinen Bauernhof. Er bestellte die Felder, versorgte die Tiere und lebte sein bescheidenes, aber glückliches Leben. Als kleiner Bauer hatte er schwer mit den verschiedenen Wirtschaftskrisen zu kämpfen, schaffte es aber trotzdem, stets für sich und seine Familie zu sorgen. Regelmäßig erhielt Alfonso Geschenke seiner Eltern. Doch die nahm er nie an, denn er war davon überzeugt, selbst für sich sorgen zu können. Über Jahrzehnte hinweg gelang ihm dies auch wunderbar. Seine Kinder zogen in größere Städte, studierten und bauten sich ihr eigenes Leben auf. Alfonso war zwar enttäuscht, dass keines seiner Kinder seinen Beruf einschlagen wollte, war aber dennoch stolz auf das, was sie erreicht hatten. Alfonsos Eltern waren inzwischen alt geworden. Sie waren bereits lange pensioniert, als eines Tages sein Vater verstarb. Voller Trauer nahm er die Nachricht auf.
Seit über 40 Jahren hatten sie sich nicht mehr gesehen. Trotzdem empfand Alfonso nichts als tiefste Liebe zu seinen Eltern. Wenige Jahre später erkrankte seine Mutter schwer. Sie schrieb Alfonso, dass es ihr größter Wunsch sei, ihren Sohn vor ihrem Tod noch ein letztes Mal zu sehen. Wie konnte Alfonso eine solche Bitte ablehnen? Selbstverständlich beschloss er, einen Flug in die USA zu buchen. Seine Frau drängte ihn, sich für die Reise neu einzukleiden. Doch er sagte nur, ich war mein ganzes Leben lang ein Bauer. Ich bin stolz darauf, ein Bauer zu sein. Und als Bauer werde ich auch reisen. Ihr seht, dass Alfonso ein ganz besonderer Mensch ist. Zwar ist er ein Bauer, doch kann dennoch auf eine gute Bildung bauen und hat bereits in seiner Jugend die verschiedenen Seiten der menschlichen Gesellschaft kennengelernt. Außerdem verfügt er über großen Stolz, aber auch über Selbstbewusstsein und das Talent, sich selbst um alle nur erdenklichen Probleme zu kümmern. Diese Eigenschaften sollten ihm im weiteren Verlauf der Reise behilflich sein. Kehren wir also zurück ins Flugzeug. Alfonso sitzt also auf seinem Platz, ist unterwegs, um seine todkranke Mutter in den USA zu besuchen und lässt sämtliche Witze an sich abprallen. Schließlich weiß er selbst am besten, wer er ist und was er alles in seinem Leben erreicht und geleistet hat. Während das Flugzeug abhebt, wird Alfonso etwas unruhig. Es ist immerhin sein erster Flug und er weiß nicht, was ihn erwartet. Doch als die Flughöhe erreicht wurde, wird es ruhiger. Bald würde er seine Mutter wiedersehen. Plötzlich beginnt das Flugzeug zu wackeln und zu beben. Der Flugkapitän macht eine Durchsage, welche darüber informiert, dass gerade Turbulenzen durchflogen werden. Unerwartet gibt es einen lauten Knall und das Flugzeug verliert rasend an Höhe. Offensichtlich wurden die Triebwerke von einem Blitz getroffen. Der Pilot hat keine Kontrolle mehr, kann aber dennoch wie durch ein Wunder einen Absturz vermeiden. Mühsam schafft er es, das Flugzeug in einer unbewohnten Berglandschaft notzulanden. Panik machte sich unter den Passagieren breit. Die Kinder kreischten, die Frauen weinten und die Männer waren starr vor Schreck. Selbst die Stewardess, welche sich über Alfonso lustig gemacht hatte, wusste nicht, was zu tun war. Sämtliche Erinnerungen an Ausbildung und Notfallpläne waren wie weggeblasen. In dieser Zeit, als niemand handlungsfähig war, übernahm Alfonso wie von selbst das Kommando. Denn er war es gewohnt, selbstständig zu handeln und auf Probleme zu reagieren. Er wusste, wie man anderen Leuten selbstbewusst Anweisungen erteilt und konnte selbst in den größten Stresssituationen Entscheidungen fällen. Binnen kürzester Zeit hatte Alfonso die Stewardess dazu gebracht, endlich die Türen zu öffnen. Er organisierte die Evakuierung des Flugzeuges und achtete darauf, dass Frauen, Kinder und gebrechliche Menschen als erstes in Sicherheit kamen. In der Zwischenzeit suchte er nach dem Piloten und fragte sich, warum von ihm keine Ansagen kamen. Als er das Cockpit betrat, sah er, dass die beiden Piloten beim Aufprall das Bewusstsein verloren hatten. Eigenhändig zog er sie aus ihren Sitzen und brachte sie in Sicherheit. Nur kurze Zeit, nachdem alle Passagiere das Flugzeug verlassen hatten, kam es zu einer ohrenbetäubenden Explosion. Wie zu befürchten war, hatte der Treibstofftank ein Leck und ein Feuer gefangen. Voller Entsetzen starrten alle Passagiere auf das brennende Flugzeug. Erst da wurde ihnen bewusst, was passiert war und wer ihnen das Leben gerettet hatte. Voller Dankbarkeit sank die Stewardess vor Alfonso auf die Knie. Sie hatte den Kopf verloren, doch ein einfacher, alter Bauer hat die Ruhe bewahrt und somit hunderte Leben gerettet. Kurze Zeit später kamen bereits erste Suchtrupps und leiteten die Rettung ein. Alfonso wurde als Held gefeiert und sogar mit einer Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet. Doch all diese Dinge waren Alfonso nicht wichtig, denn er wollte nur zu seiner Mutter, um ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Außerdem hatte er nur das getan, was für ihn selbstverständlich war. Dementsprechend kümmerte er sich um den nächsten möglichen Flug. Auch dieses Flugzeug betrat er wieder in seiner Bauernkleidung. Doch dieses Mal machte sich niemand über ihn lustig. Denn alle Passagiere hatten vor dem heldenhaften Bauern gehört und waren froh, mit ihm fliegen zu dürfen. Dieser Flug verlief problemlos und Alfonso schaffte es nun endlich, seine Mutter zu besuchen. Wie hättet ihr in dieser Situation reagiert? Hättet ihr Alfonso ebenfalls anhand seiner Kleidung beurteilt und wärt dann überrascht gewesen, dass ein armer alter Bauer derartig professionell reagieren kann? Wir sind jedenfalls der Meinung, dass Kleider eben doch keine Leute machen und jeder Mensch nur anhand seines Charakters bewertet werden sollte.